ein politischer Mord in Österreich, das ist ein Ereignis von unglaublicher Tragweite und Schwere. Und da möchte man meinen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seine Berichterstattung so gestaltet, dass dieses Ereignis dann auch im Fokus dieser Berichterstattung steht. Und dann schauen wir uns einmal an, was an diesem Samstag passiert ist. Am Samstag, nachdem man gewusst hat, dass es ein politisches Motiv gibt, ja, dass die Zielrichtung dieses Mordes die Freiheitliche Partei gewesen ist, ja, und damit diejenige Partei, die sich genau dagegen wehrt, dass in diesem Land diese islamistischen Umtriebe die Überhand gewinnen. Das war am Samstag klar. Dann gibt es um 17 Uhr ja, einen ganz kurzen Bericht in der ZIP. Und in der ZIP 1 dann kommt diese Geschichte als letztes dran. Als letztes nach dem bedeutenden Bericht über den Kampf von Mosul, über die Cholera im Jemen. Und dann gibt es auch vorher noch einen Meldungsblock. Und dann irgendwann einmal am Ende versucht man diese Sache abzufrühstücken. So schaut es aus. Und wie war das dann bitte gestern, als die ganze Sache noch eine neue Dynamik bekommen hat? Wie war das gestern? Da gibt es um 18.18 Uhr gibt's die APA-Meldung über eine Pressekonferenz des Innenministers. Jetzt müsste man eigentlich meinen, dass im sogenannten aktuellen Dienst des ORF Leute sitzen, die wissen, dass das kein alltägliches Ereignis ist. Ja? Da wird er schon was zu berichten haben, der Herr Sobotka, wenn er um 18.18 Uhr eine APA rausgibt und eine Pressekonferenz dann ankündigt für in etwa 20 Uhr. Ja? Kein Wort von dieser angekündigten Pressekonferenz des Innenministers in der Zeit im Bild 1. Kein Wort. Kein Hinweis auf die nachfolgende ZIP 20, wo man möglicherweise von diesem Ereignis berichten könnte. Kein Wort davon. Null. Ja? Keine Berichterstattung in der ZIP 20, die in Wahrheit zeitgleich stattfindet mit der Pressekonferenz des Innenministers. Null. Niente. Und dann auch keine Schlagzeile in der ZIP 2. Interessant, keine Schlagzeile, um 22 Uhr noch etwas. Ja? Der Redaktion der ZIP 2 war es dann offenbar wichtiger, darüber zu berichten, dass man in Österreich immer noch mit Schilling zahlen kann. Nach den Schillingen kommt dann ein Bericht über die Kindergartenstudie, der Großauftritt des Herrn Klenk. Also klar, da sehen wir dann wieder die Vernetzung der ZIP 2-Redaktion mit der Falter-Redaktion. Ja? Und so geht dieses Spiel weiter. Aber das wesentliche Ereignis wird sozusagen möglichst klein gehalten. Und das gleiche Spiel dann noch einmal in der ZIP 24. Nicht die erste Schlagzeile, wie man meinen möchte, ich meine, immerhin. Der erste sozusagen Mord in Österreich, der mit dem IS in Zusammenhang gebracht wird. Ja, nichts Alltägliches, nicht die erste Schlagzeile. Nein, die dritte Schlagzeile, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie könnten mir jetzt vorwerfen, dass ich da auf den aktuellen Dienst des ORF, sage ich mal, heftig reagiert habe. Aber wenn man natürlich angeschaut, wie derselbe ORF und derselbe aktuelle Dienst und dieselben Verantwortlichen in anderen Bereichen berichten. Wir brauchen es nur umdrehen, die politischen Vorzeichen ändern, ja, eine andere Konstellation herstellen und dann schauen wir uns das einmal an. Und das habe ich gemacht. Sie können sich erinnern an die Störaktion der Identitären bei einer Theateraufführung. Na, da hat sich's abgespielt im ORF-Fernsehen. Ja. Also von der ZIP 9 bis zur ZIP 24 alles voll, insgesamt 10 Berichte, sozusagen Informationen in der Heavy Rotation.